Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Far Cry 5. Was haben wir in der letzten Folge gelernt? Ja, Sekten haben voll den Dachschaden, aber das wussten wir ja eigentlich vorher schon, deswegen haben wir es ja eigentlich doch nicht gelernt. Und US Marshals sind genauso bescheuert. Hey, da gibt's hunderte von Sektenmitgliedern und wir müssen jetzt den Pater, müssen wir jetzt einsperren. Da gehen wir doch einfach mal rein, wenn hunderte Sektenmitglieder außenrum sind, nur schwer bewaffnet, Schrotflinten, Maschinengewehre und sonstigen Scheißdreck. Da gehen wir doch rein, er muss das akzeptieren. Was ist passiert? Irgend so ein dämlicher Wichser ist ins Rotorblatt vom Hubschrauber geknallt, Alter. Hubschrauber ist abgestürzt und wir sind voll am Arsch. Yeah, ein Hoch auf die amerikanische Polizei. Ich weiß natürlich, dass es nur Fiktion ist. Fiktion, ne? So, schauen wir mal, was gibt's hier? Interessiert mich nicht. Erste-Hilfe-Set. Ich habe meine ganzen Erste-Hilfe-Sets verbraucht. Schlüssel benötigt. Ich will in die Waffenkammer! Alter, das ist ein Bunker, oder? Was denn? Was ist denn? Ja klar, Alter, was geht? Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Du heißt Bob. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Dutch Down. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Bei mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist, und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Was für ein Safe? Warum zur Hölle kann er den einfach aufmachen? Voll der Hightech-Safe, Mann. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu... Ach was, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, nachdem der eine Wichser in... Nachdem der eine Wichser ins scheiß Rotorblatt gesprungen ist. Was für ein Idiot. Das schaut lustig aus. Hä? Was zur Hölle? Der Fisch bewegt sich. Geil. Du. Finden wir hier noch irgendwas? Der Jerome. Der Jerome. Also ich finde die Grafik echt geil. Ich habe ja mal... Her mit der Schaufel. Geil, ein Rohr. Los, Leute, lasst uns ein Rohr verlegen. Ich sehe hier gar nichts, Mann. Hallo? Oh. Freiheit! Wie konnte ich nochmal die Waffen wechseln? So. Wo ist meine scheiß MG hin? Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Schaut schon geil aus. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay. Also das übliche Zeug halt. Ist. Ja. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert.
Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Wo ist Süden? Nein, falsch. Da. Alter, ich bin auf einer fucking Insel. Hä? Okay, wir gehen jetzt einfach nach Süden. Oh, da ist es sogar. Du. Schaut schon mal sehr geil aus. Oh fuck, das da oben ist ein Außenposten, oder? Wir gehen mal zum Außenposten. Oh, das sind so Stellen, wo ich wahrscheinlich hochklettern kann. Tada! Oh, da kann ich runterrutschen. Scheiße, ist da, sind da jetzt welche drin oder nicht? Man sieht ja halt niemanden. Da kann man hochklettern. Komm, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Fernglas zu verwenden. Hä? Hier ist ja niemand. Oh, aber da unten. Warte, so kann man es wegtun. Der hält schon noch eine Weile aus. Gewehr. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Bauwerk der Sekte entdeckt, wo denn? Egal. Kann ich hier irgendetwas plündern? Ich möchte etwas plündern. So, da unten sind jetzt die zwei Spackos. Warte mal, wie kann ich? Ich konnte irgendwie einen Stein werfen. Rede, Sünder! Sag uns lieber, was du weißt, Sünder! Wo versteckt sich der Deputy? Dem Willen des Vaters widersetzt sich niemand lange! Nicht umdrehen, Bitch! Rede, Sünder! Und ich bin so blöd zum Schießen, Alter. Hey. Ja. Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Yeah, her damit. Ich will die Waffe haben. Bist du fertig? Oh, reden. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Das war zu knapp. Danke. Okay. Hallo, hallo? Körper bewegen. Ich habe meinen Smoker repariert. Zeit für mehr Dörrfleisch. Okay, wenn ich die Waffe habe, kann ich sie nicht benutzen. Schaut aus, wie wenn er da einfach ein Tier gemixt hat. Tiermixer. So, was hat man noch auf der Karte? Das da? Prepper Versteck? Sektenschrein. Der ist dann in dieser Richtung. Oh, warte, da stehen ja auch Typen dabei, ne? Ha, ihr seid solche... Gott ist in den Bäumen, im Land, nicht in einem Haus. Okay, ich kann es von hier aus nicht zerstören. Scheiße! Huah!
Das ist eine fette Gasflasche, warum kann ich den in die Luft jagen? Ich hab die Scheiße satt! Sturmangriff! Ja, aber da drüben ist niemand. Hehehehe. Trottel. Rennen die jetzt alle voraus? Was seid ihr für Trottel? Ich war das! Ich war das! Oh. Hä, sind hier noch mehr? Nö, scheinbar nicht. Was für Flaschen? Fett ausgerüstet, aber können nichts damit anfangen. Molotov-Cocktail, Pistolenmunition. Warum konnte ich das auf die Entfernung nicht zerstören? So ein Scheißdreck. Ach, das war nur ein Ende. Oh. Wir haben es einfach jemanden erschossen. Hä? Na fuck, ich hätte es doch zerstören können auf die Entfernung. Pistolenmunition. Was ist das? Nitro. Scheiße, hör zu. Ich hab gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Hilf dem Abruf. Ja, Hilfe auf Abruf. Hilf dem Abruf, ja. Mie. Hey, Darkwing Duck, Alter, geh weg. Nur der eine? Ah! Wie lange müssen wir noch auf sie aufpassen? Sieht er mich? Nee, ich sehe mich nicht. Wenn ich babysitten wollte, würde ich auf die Kinder meine Oh, der ist sogar ins Wasser geflogen. Cool. Aber super, jetzt darf ich ins Wasser gehen, um den Scheiß zu holen. Tut mir leid, erst Loot, dann Leute. Hilf mir, ich will kämpfen. Vielen Dank, Deputy. Wo zur Hölle weißt du, dass ich ein Deputy bin, Alter? Ich hab doch die Kleidung verbrannt, oder? Anheuern? Nö, dich brauche ich eigentlich gar nicht. Oder? Erreiche die Waldforschung. Hey, das könnte lustig werden. Forschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art... Hilfe auf Abruf, Steuerung. Drücke Hilfe auf Abruf, bestimmt noch zu bewegen. Wenn den angesiedelten Gegner anzugreifen, versuchen sie unentdeckt zu bleiben. Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Geil. So. Wie da hinten sich halt einer versteckt, ne? Die kleine Drecksau. Da ist einer aus dem Haus rausgekommen. Hä, wer ist... Liegt der da oben? Okay, wir müssen vorhin... Hä? Achso, da bist du. Sind da noch mehr? Ups. Ich weiß, mir, nachdem die so leicht zu killen sind, Alter, könnte ich eigentlich nice stürmen, aber. Hey, wenn wir es schon mal machen können, dann können wir es doch ausprobieren. Wir können später noch oft genug so rumballern. Warum zur Hölle schauen die alle in die Richtung? La 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 la.
Lalalalalala. Hey Leute! Oh oh. Sehr gut. War's auch schon. Und ja, ich rette dich erst, wenn ich wieder gelootet habe. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Oh, was haben wir hier? Und wenn du schon mal da bist, Zieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Klar gibt's hier Überlebende, den habe ich mit meinem Superfernglas durch die Wand gesehen. Habe ich den gelootet? Oh, voll. Erst meine Familie, jetzt tut auch was. Mann, vielen Dank, wirklich. Forschungsstation, das schaut ja aus wie ein Drogenlabor. Oh, warte. Nehmen? Was kann ich nehmen? Was war das? Keine Ahnung. Au. Das hat bestimmt wehgetan. Lesen. Sektenschreien. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters ihr Wurzeln schlagen und wachsen kann. Für Eden's Gate. Nah. Hey, was geht? Die Sekte treibt sich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Ranger-Station? Ah, ich will immer die Türen aufmachen, aber man muss da bloß durchlaufen. Claro. Bin gleich hinter dir. Okay. Was für eine Ranger-Station? Die da. Oh, erstmal gehen wir zum Prepper-Versteck. Warte mal, folgt der mir jetzt? Oh ja, der folgt mir. Komm, mein Kumpane. Kumpane Nummer 1. Hä, hey, aber ich heiße Bob. Nein, du heißt ab jetzt Kumpane Nummer 1. Ich weiß gar nicht, kann ich unendlich rennen? Ich meine, meiner schnauft zwar ein bisschen rum, aber... Hä, warum rennst du so schnell? Geh weg. Prepper-Versteck. Hey Mike, ich wollte das unterirdische Versteck, aber es gab ein riesiges Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpen das Wasser abpumpen können. Blablabla. Bla, bla, okay. Okay. Was bin ich wieder am Absaufen? Jungs, Gott, das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den niemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Also lange kann er ja nicht die Luft anhalten. Ja, Kohle habe ich halt jetzt gefunden. Aber okay, ganz cool. Das ist wieder so ein typisches Versteckspiel. Erst musst du finden, danach musst du ausräumen. Oink, oink, oink. Wo sind die Schweinchen? Oink, oink, oink. Bleib mal hier. Hinten ist einer. Da sind scheinbar welche. Bin unterwegs. Nein, du bleibst dort ein Arschloch. Du bist eben nicht unterwegs. Ah, fuck.
Noch wer da? So, was mache ich da jetzt? Ich könnte mich von hinten anschleichen. Oh, fuck. Warte. Ist jemand da draußen? Nein, aber hinter dir. Oh, leck, Alter. Das muss so wehtun. Das ist eben die falsche Herangehensweise. Ob sie wollen oder nicht, ist scheiße. Nein. Kann ich den anlocken? Ach was. Nein. Nicht umdrehen. Takedown. Oh, plündern. Sind in der Station eigentlich welche? Scheinbar nicht. Hello, my friend! Hey, Bitch! Nix plündern, ich plündern! Danke! Wie sie mir den Arsch entgegenreckt. Ja, okay, so typische Ubisoft-Spiel, muss man schon dazu sagen. Dir gar nicht genug danken. Scheiße, Heinz-Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Habe ich jetzt die Karte fürs ganze Gebiet? Noch ein Sektenschrein? Was ist hier? Versunkene Schätze. Schätze. Arr, Piraten. Versunkene Schätze warten auf uns. Hä, wo sind wir denn hier? Sind hier auch Prepper? Diese Spackos halt? Diese Pieps oder wie heißen die? Ach, keine Ahnung. Ist doch scheißegal. Was ist hier drin? Schlüssel benötigt. Schöne leichte Brise. Fühlt sich gut an. Ist ja nicht so, als ob ich nicht außenrum auch reinkomme. Hui! Finde einen Weg ins Bootshaus. Was ist das? Ein Paddel. Da wird die mal eine gepaddelt, Mann. Ah, da ist der Schlüssel. Ach, warte, wird jetzt das Prepper-Versteck leer gepumpt? Könnte was zu trinken brauchen, aber selbst das kriegt man heutzutage nicht mehr. Ich höre die Pumpen. Ach so, ich musste gar nicht reintauchen, ich musste einfach nur... Ist ja geil. Und da geht's dann auch weiter. Was ist das? Ach, das ist verschunkenes Schätze gewesen. Dried Food. Verschluss. Plündern wegen voll. Was ist das? Oh, Kohle. Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, schnell Sprengstoff her. Zum Glück
Glück haben die Leute alle Materialien Herstellung, stelle Monosaukulisse und Sprengstoff in Waffenart her. Okay. Orte, die man dafür braucht, schnapp sie dir und fang an zu basteln. Alter. Hä? Was war jetzt halt? Oh, verdammte Scheiße. Warum hat er das jetzt geworfen? Oh, das Waffenrad war rechts. Ne. Scheinbar Waffenrad wird mir vorher zusätzliches Holster frei. Also ich kann nur einen Bogen oder MG mitnehmen. Bogen wäre schon geil, aber ich nehme lieber das MG mit. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Scheinbar nicht. Okay. Sehr geil. Aber ich kann nur sagen, die Grafik gefällt mir. Die gefällt mir echt. Also gut, das war's dann auch schon wieder für die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und nächste Folge reißen wir wieder ein paar in den Arsch auf. Bevorzugt den da drüben. Da ist sogar eine kleine Kirche. Achso, das ist dieses. Der Schrein. Jedenfalls reißen wir den als nächstes in den Arsch auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.